So, es geht mit dem Glockenschlag 18 Uhr los. Liebe Freunde, liebe Montagsdemonstranten, herzlich willkommen zur 208. Montagsdemo. Seit längerer Zeit wieder vor dem Stuttgarter Rathaus und später gibt es den Demozug zu unserem Bahnhof. Die Kundgebung steht unter dem Motto: keine Bahn, gute Bahn statt Tunnelbahn. Mein Name ist Andreas Schwab von den Bahnschützern. Ich begrüße auch die Raddemo, die auch im Winter vom Feuersee zur Demo fährt. Es war wieder eine sehr spannende Woche mit einigen für uns guten Nachrichten und anderen schlechten. Die Bahn kann in der Brache des Schlossgartens den nächsten Bach-Düker auf absehbare Zeit nicht bauen. Die geplante Ausführung des Dykers als nicht machbar erwies, keine Baufirma war bereit, sich auf dieses Abenteuer einzulassen, wurde komplett umgeplant und der Düker sollte in offener Bauweise gebaut werden. Diese offene Bauweise hätte zur Folge, dass die Stuttgarter Stadtbahn über 2 Jahre lang lahmgelegt würde. Somit liegt momentan die Baugrube für den Schreckbahnhof in der Schlossgartenbrache auf Eis. Wie im Varieté zaubert nun Herr Dietrich vom Kommunikationsbüro für Stuttgart 21 ein bereits totes Kaninchen aus dem Hut. Er meint, dann bauen wir eben die ursprüngliche, die bereits gescheiterte Variante. Das Projekt fliegt der Deutschen Bahn auf allen Ebenen um die Ohren. Ohne Düker gibt es kein S21 und diese Achillesferse ist momentan zerschnitten. Trotz Frust, wie weit sie es schon getrieben haben in unserer Stadt, nicht locker lassen. Die Montagsdemo ist ein guter, beständiger und regelmäßiger Ort, um sich unabhängig zu informieren. Es lohnt sich, hier zu sein, vor dem Bahnhof, vor dem Rathaus und am Rosensteinpark. Empörend ist, wie die Deutsche Bahn ihren Vandalismus am Rosensteinpark, am Mineralbad Leutze und an der Wilhelma fortführt. Werden Bäume abgeholzt und zerhäckselt. Eine weitere Mondlandschaft in unserer Stadt, die Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen zerstört. Danke, Herr Kuhn, falls Sie noch im Rathaus sind, dass Sie sich für nicht verantwortlich erklären. Eine Meinung oder haben Sie sich selbst einen solchen Maulkorb umgehängt, dass Sie das, was Stuttgart zerstört und grünen Werten fundamental widerspricht, von Ihnen nicht einmal ausgesprochen wird? Nur
auf Mehrheitsbeschlüsse im Gemeinderat zu verweisen und zu sagen, die anderen sind schuld, ist für einen OB etwas preiswert. Ich wollte ja lieber sagen, zu billig. Unser Dank geht an diejenigen, die am Rosensteinpark vergangene Woche immer wieder Öffentlichkeit geschaffen haben, Transparente vom Elefantensteg entrollt haben und am Samstag eine Demonstration angemeldet und veranstaltet haben. Ich gehe davon aus, dass morgen früh die Blockadegruppe auch wieder vor Ort ist. Informationen dazu gibt es an der Mahnwache. In Stuttgart passiert zur S21 nichts unbeobachtet und gerade ein OB kann sich nicht wegducken. Die Bürgerbegehren Stormor 21 und zum Leistungsrückbau sollen im Frühjahr, kurz vor der Gemeinderatswahl, die antretenden Parteien dazu zwingen, Farbe zu bekennen. Ob sie angesichts der katastrophalen Entwicklung des Projekts und der Kosten weiterhin bereit sind, die Stadtkasse zu plündern. Am Infostand vor dem Rathaus gibt es Unterschriftslisten und es gibt auch einige, die hier durch die Reihen laufen, um die Unterschriften zu verteilen. Werben Sie mit diesen Unterschriften, lassen Sie nicht locker, gehen Sie zu Nachbarn, Freunden, Arbeitskollegen. Manche werden so langsam kapieren, dass dieses Bürgerbegehren ganz entscheidend ist, um Stuttgart 21 auf vielen Ebenen anzugreifen. Und ich denke, wir haben eine Riesenchance, dass dieses Projekt trotz dieser Fortschritte gestoppt wird. Als erster Redner spricht zu Ihnen Peter Konradi, Architekt und langjähriger Bundestagsabgeordneter für die SPD und aufrechter Sozialdemokrat.